müssen. Herzlich willkommen, meine lieben Friends. Wir warten noch ein bisschen, bis alle reinkommen, weil wir haben noch nicht mal 7 Uhr. Danke. Wie geht's euch, meine Lieben? Alles okay? Okay, wir haben 16.000. Wir warten ganz kurz noch ein bisschen, bis alle drin sind und dann fangen wir an. Solange können wir ein bisschen quatschen, Alter. Wie geht's euch? Geht's euch gut? Es freut mich, dass wir uns auch mal wieder so live sehen, ne? Ihr wisst es ja bei mir. Wir sind so nicht so die Fans vom Live-Gehen und alles öffentlich machen. Waren wir auch noch nie. Aber heute ist es soweit. Krass, Alter, krass. Okay, wir warten noch kurz. Ach Mann. Als allererstes will ich mich bedanken für den riesen Support, den ihr seit mehreren Jahren an den Tag legt und uns unterstützt bis zum geht nicht mehr. Fernab davon, ob jetzt ich mit Suna Musik mache oder nicht mache, der Support ist unglaublich, Alter, und ich bin dankbar einfach für jeden Tag, den ich mit euch verbringen darf. Ihr habt es wahrscheinlich in der letzten Zeit so ein bisschen mitbekommen. Ich habe auch so ein bisschen ein privates Leben und hatte ehrlich gesagt so seit beziehungsweise einem Jahr war das bei mir so der Fall, dass ich einfach keine Lust hatte, Musik zu machen. Beziehungsweise jedes Mal, wenn es um Musik ging, habe ich immer Kopfschmerzen bekommen, Alter, weil das geht einfach seit Jahren. Wir gehen ins Studio, machen ein Album, drehen Videos dazu, hauen die Videos raus und sind auf Tour. Komplett Sommertour, sind wir im Balkan. Ende des Jahres Deutschland, Österreich, Schweiz Tour. Und danach die gleiche Prozedur jedes Mal wieder von Anfang an. Und das hat uns alles so ein bisschen, es hat mich auf jeden Fall ein bisschen müde gemacht. Und das Hauptding, was wichtig ist so in unserem Leben, das ist natürlich unsere Familie. Und wir sind erwachsen geworden, ne? Also mit euch gemeinsam, Alter. Hört ihr alles? Hört ihr mich? Der Ton ist gut. Schreibt mal ganz kurz rein, Alter, ob ihr mich hört. Da sind so viele. Okay, Baba. Geil. Ja, wir sind erwachsen geworden, Alter, mit euch. So, weißt du, was ich meine? Wir haben so angefangen, Alter, als kleine Kids. Und jetzt mittlerweile sind wir erwachsen geworden, weißt du? Und es sind einfach so ein paar Sachen, die wichtiger sind im Leben als Musik. Und genauso ist es bei mir der Fall. Und deswegen hatte ich da echt eine sehr, sehr lange Zeit, Alter, hatte ich echt zu kämpfen gehabt und ich hatte keinen Bock auf Musik gehabt. Und wenn ich da die ganze Zeit immer so die Kommentare gelesen habe, Alter, beziehungsweise ich habe die nicht ein einziges Mal gelesen, Alter, wirklich nicht ein einziges Mal, aber so was es immer von links und rechts irgendwie kam. Was ist mit KMN? Was ist mit dir und Suna? So, ich will gar nicht so weit hinausfahren, Alter. So, wir bleiben beim Thema Suna. Ich muss euch ein bisschen was darüber erzählen, Alter, weil wir wirklich nie so darüber geredet haben, okay? Nash, Suna und ich, das ist ein Bereich, der mit dieser ganzen Szene absolut überhaupt gar nichts zu tun hat, Alter. So, das sind meine Kindheitsfreunde.
Ne? Also wir kennen uns seitdem wir kleine Kinder sind. Nash ist jemand, der, ich kenne den seit der vierten Klasse. Also das sind Kindheitsfreunde einfach, die mit dieser ganzen Musikszene absolut überhaupt gar nichts zu tun haben. So. Und unter Freunden, wenn du, keine Ahnung, 15 Jahre unterwegs bist, Alter, und 15 Jahre Tag und Nacht zusammen verbringst, dann ist das Normalste auf der Welt, Alter, dass du dich einfach irgendwann mit irgendjemandem in irgendeiner Form streitest, Alter. So mit deinen Freunden. Nicht nur mit deinen Freunden, auch mit deinem eigenen Bruder, Alter, oder mit deiner eigenen Schwester streitet man sich. Also, wenn du 24 Stunden aufeinander hockst, so, dann streitet man sich, das ist eine ganz normale Sache. Nur der Unterschied ist, dass du dir die Familie nicht aussuchen kannst. Du hast einen Bruder und egal was passiert, es ist auch eine Sache, die ihr bitte mitnehmen sollt aus diesem Gespräch jetzt. Dein Bruder und deine Schwester kannst du dir nicht aussuchen. Es geht nicht. Egal was passiert, der wird immer dein Bruder und deine Schwester bleiben. Deswegen, egal wie krass du dich mit deinem Bruder oder deiner Schwester streiten wirst, am Ende des Tages ist es dein Bruder und bleibt es dein Bruder und bleibt es auch deine Schwester. Das heißt, du kannst nirgendwo hin mit ihnen. Du musst einfach damit klarkommen. So. Und mit klarkommen meine ich nicht, Alter, dass du dein eigenes Ding machst, weil da kannst du gar nicht dein eigenes Ding machen. Sondern heute streitest du dich, morgen verträgst du dich wieder. Das ist eine ganz normale Sache. Was anderes ist mit ist es bei Freunden. Bei Freunden kannst du dir aussuchen. Ich hatte auf meinem Weg eine Million Freunde, so gefühlt, die dabei waren, die ich auch Freunde genannt habe. Und irgendwann habe ich sie nicht mehr Freunde genannt. Okay? Das ist eine ganz normale Sache, Alter. Und die Freunde kann ich mir aussuchen. Ich kann mir meine Freunde aussuchen, Alter. Ich kann mir aussuchen, mit wem ich von meinen Freunden bin, Alter. Heute oder mit wem ich von meinen Freunden morgen bin oder keine Ahnung was. Das kann ich mir alles aussuchen. Und zwischen mir und Suna, jetzt kommen wir zu dem Punkt. Wir kennen uns seit über 15 Jahren, Alter. Okay? So. Wenn du mit jemandem 15 Jahre Zeit verbringst, egal was es ist, Alter, ob es dein Freund ist, ob es dein Auto ist, Alter, ob es deine Tasche ist, wenn du 15 Jahre an einer Sache mit jemandem, und das ist ein Mensch, gebunden bist, dann ist das schon was anderes, als wenn du den, keine Ahnung, vorgestern kennengelernt hast, Alter, und seit 2 Tagen mit dem in Kontakt bist, okay? So. Wir waren Tag und Nacht zusammen. Wir haben Tag und Nacht verbracht, Alter. Das ist auch nicht irgendwas, was ich daher sage, sondern es ist einfach Fakt. So, wir haben teilweise, Alter, haben wir mehr Zeit mit uns verbracht. Also ich mit Suna, anstatt mit unseren Familien, mit unseren Eltern. Das ist auch einfach so, das ist Fakt. Und, selber übertrieben krass aufgeregt. Aber, ja, Mann, jetzt wollte ich mich endlich mal dazu äußern, Alter. Weil ihr und die ganze Szene und alles, was irgendwie mit uns zu tun hat, irgendwie sich dumm und dämlich geredet haben. Was ist mit den beiden? Fick der den, der andere fickt den. Und das ist der Grund, warum ich mich hauptsächlich äußere heute. Ja, Mann, zurück zum Thema. Suna. Wir kennen uns sehr, sehr lange und da ist es nicht nur einmal passiert, dass wir uns in die Haare gekriegt haben, okay? Wir sind zwei Menschen mit zwei sehr starken Persönlichkeiten, mit zwei sehr starken Charakteren. Und da ist es ganz klar, Alter. So, wir sind auch jetzt nicht die dümmsten Menschen, die es gibt auf der Welt, Alter. So, wir sind intelligent, wir kennen uns aus, wir kennen uns in verschiedensten Bereichen aus. Und das sorgt dafür, Alter, dass man sich oft in die Haare kriegt, okay? So, und so war das bei uns auch der Fall gewesen. Wir haben 24 Stunden gechillt, Alter, aber so von den 24 Stunden hat man sich auch einfach mal so eine Stunde gestritten, Alter, und richtig krass gestritten, so. Manchmal unnötig, manchmal war es nötig, aber man streitet sich. Und so nach 15 Jahren kommt irgendwann so ein Punkt, der ist bei uns in unserer gesamten Freundschaft vielleicht 3 oder 4 Mal ist der Zeitpunkt gekommen bei uns, wo wir uns so stark gestritten haben, dass wir gesagt haben, ey, weißt du was, Alter, so, wir lassen die Sache mal ganz kurz ein bisschen ruhen. Ich gehe zurück nach Hause. Ich gehe da, wo meine Mom ist. Ich gehe da, wo mein Bruder ist. Ich gehe nach Hause, entspann mich und verbring ein bisschen mehr Zeit mit denen, okay? So. Nebenbei
haben wir auch nicht nur mit der Musik zu tun, sondern wir haben mittlerweile jeder von uns nebenbei seine ganzen Sachen sich aufgebaut, Gott sei Dank. Und wofür ich auch dankbar bin, und ihr seid ein ganz großer Punkt, dass es überhaupt so weit gekommen ist. Und dann hat man sich einfach ein bisschen auseinandergelebt, okay? Und das war der Punkt auch bei Suna gewesen. Es gab keinen Streit. Wir haben uns nicht gestritten. Wir haben uns nicht Kopf an Kopf irgendwie, dass wir gesagt haben, ey, okay, alles klar, so, wir treffen uns heute, oder das ist der Grund, warum wir uns jetzt gestritten, oder das ist der Grund, warum wir jetzt keinen Kontakt haben. Sondern wir haben einfach gemerkt, alles klar, okay, wir waren 24 Stunden, hingen wir aufeinander, und wir haben gesagt, ohne dass wir das abgesprochen haben, sondern ich bin irgendwann nach Hause gegangen, er ist nach Hause gegangen, am nächsten Tag habe ich ihn nicht angerufen und er hat mich nicht angerufen. Ich habe ihm keine Nachricht geschickt und er hat mir keine Nachricht geschickt. Und da war ich bei meiner Mom. Und wenn ich bei meiner Mom bin, dann vergesse ich die Welt da draußen. So, weil ich will Zeit mit meiner Mom verbringen. Und das war genau in dieser Pandemiezeit, ne? Wo sowieso jeder von uns, auch ihr, viel Zeit zu Hause verbringen musstet, ne? Gezwungenermaßen. Wahrscheinlich wäre das bei mir gar nicht der Fall gewesen, Alter. Ich war wahrscheinlich genauso unterwegs, wie ich heute bin, aber wir wurden gezwungen, zu Hause zu bleiben. Dann habe ich die Situation erstmal wieder neu kennengelernt, weil ich erstmal damit klarkommen musste, okay, alles klar, ich bin zu Hause, ich musste es lernen, erstmal zu Hause zu bleiben. So. Und dann hatte ich auch gar keinen Bock auf niemanden. Ich wollte keinen sehen. Ich wollte meine Mom sehen. Ich wollte früh aufstehen, Alter, und ich wollte früh meine Mom sehen. Und meine Familie. Mein Bruder. Und wollte mit denen zusammen frühstücken. Das ist das Normalste auf der Welt, Alter. Und ich wollte keinen sehen einfach. Ich wollte nur mit denen Zeit verbringen. Und das war die schönste Zeit, Alter, die ich seit Jahren irgendwie hatte. Also da bin ich richtig dankbar, Gott dankbar dafür, dass ich diese Zeit erleben durfte. Und dann habe ich mit der einfach Tag und Nacht gechillt. Ganz normal. Es ist das Normalste auf der Welt. Und ich wollte auch nicht, dass diese Zeit aufhört, weil das war die schönste Zeit, Mann. Das ist das Schönste, was man überhaupt haben kann, wenn ihr unterwegs seid und nach einer riesen Reise zurückkommt. Kommt ihr nach Hause und ihr freut euch auf euer Bett, ihr freut euch auf eure Familie, ihr freut euch auf eure Mom, Bruder, Schwester, was auch immer. Und so war das bei mir. Nur meine Reise ging einfach 5 Jahre lang so. Okay? Zwischen Knast, rein, raus, ich war drin, dann war ich wieder draußen, dann in dem Moment, wo ich wieder drin war, haben die alle gesagt, du kommst raus, und dann habe ich gedacht, alles klar, jetzt geht's wieder los, und dann war ich wieder drin. Und da hat die Reise, ging da schon die ganze Zeit, war ich auf Reise. So. Und ich bin in der Pandemiezeit, bin ich endlich irgendwie nach Hause gekommen. Und ich denke, jeder von euch kann das verstehen. So, und das war der Grund, warum wir einfach keinen Kontakt hatten. Und ich hatte wirklich keinen Kontakt mit ihm. Also dieser Mensch, Suna, so, mit dem ich 15 Jahre lang wahrscheinlich mehr Mahlzeiten gegessen habe, Alter, als bei mir zu Hause. Mit denen hatte ich keinen Kontakt. Er hat sein Ding gemacht und ich habe mein Ding gemacht. Und es war okay und es ist auch okay. Ich bin nicht so gewesen, dass ich früh aufgestanden bin, Alter, und gesagt habe, ey, okay, alles klar, so, ich muss jetzt hier unbedingt, Alter, der Welt da draußen zeigen, Alter, mit wem ich bin oder mit wem ich nicht bin. So. Und natürlich gab es irgendwann Zeitpunkte, wo ich ihn vermisst habe. Und natürlich gab es Momente, wo ich gesagt habe, ey, okay, alles klar, so, diese Zeit, die wird jetzt gerade einfach zu lang. Und ich würde ihn gerne wiedersehen. Das ist was ganz Normales, Alter, das ist mein Bruder. Genauso wie das mit Nash ist, genauso wie es mit den Jungs ist, Alter, mit denen ich von Anfang an irgendwie diese Sache gestartet habe. Also wir gemeinsam gestartet haben. So. Und ja, Mann. Gott ist groß, Alter. So. Und wir sind alles Menschen. Wir haben, jeder von uns geht schlafen, steht früh auf. Wenn du mich hier anfasst und tief kneifst, dann tut's mir weh. Ich bin jemand, der hat Gefühle, Alter. Ich bin jemand, der nachdenkt. Das ist eine ganz normale Sache, Alter. So, okay? Wir sind alle unter verschiedenen schwierigen Umständen aufgewachsen. So. Und
wir sind einfach gezeichnet so vom Leben, Alter. Das ist einfach auch in Ordnung, so wie es kommt. Und deswegen muss man sich nicht ficken, Alter. Man muss nicht unbedingt sagen, ey, okay, alles klar, jetzt hier, ich bin mit dem und dem nicht mehr in Kontakt, ich fick den. Warum? Das macht doch gar keinen Sinn. So. Wenn du Feinde hast, Alter, und du bist mit deinem, oder keine Ahnung, du hast irgendwelche Feinde, die dir irgendwas Böses wollen oder die dir Unrecht tun wollen oder sonst irgendetwas, dann bist du selber dafür verantwortlich und du selber schaust, okay, alles klar, wie kannst du diese Sache beenden? Willst du dich einlassen oder willst du dich nicht einlassen? Und jeder ist sein Glückes Schmied. Die Deutschen haben so schöne Sprichwörter, Alter. Das habe ich über die ganzen Jahre, habe ich das jetzt alles so ein bisschen realisiert. Als kleiner Junge habe ich das immer so gehört, aber die Deutschen haben so richtig krasse Sprichwörter, Alter. So, und da gibt es zum Beispiel ein Sprichwort so, alles kann, nichts muss. Okay? Also, du kannst alles machen, Alter, aber du musst es doch einfach nicht machen. So. Ne? Und das ist auf jeden Fall ein Ding, was mich in den letzten Zeiten ein bisschen so begleitet hat. Auf meinen Sachen, die ich gemacht habe. Und ja, Mann. Ich lese hier ganz kurz, Alter, eine Frage. Würdest du jemals wieder was... Was würdest du jemals wieder was mit Suna machen? Musikmäßig. Frag dir noch selber. Frag dir noch selber. Was geht ab, was geht ab? Ich hoffe, es geht euch gut. Boah, Bruder, Alter, das war echt eine Hürde, jetzt hier das ganze, die ganze Zeit still zu sitzen. Bruder, ich schwör's dir, das war auch eine Hürde, die letzten Wochen und Monate, Alter, waren echt eine Hürde. So, was soll ich euch sagen, Alter, so der hatte da schon das meiste gesagt, was man zu dem Thema sagen sollte. So, es ist nicht so, dass wir uns seit gestern oder seit vorgestern... Guck mal, die Leute scheinen, ich wusste es. Ich liebe euch. Wallah, ich sage euch ehrlich, ich habe die Zeit unglaublich vermisst. Ich habe meinen Bruder unglaublich vermisst. Und ja, Mann, viel Zeit ist vergangen. Viel Zeit musste vergehen. Es ist auch gut so, wie alles passiert ist. Alles hat schon seinen Grund. Ja. Und ja, und ich... Ich glaube, es ist so an der Zeit, den Leuten da draußen mal endlich zu sagen, Alter, so, dass nächste Woche die erste Single von unserem Album kommt. So, wir machen das ein bisschen kurz und knapp, ja, damit wir das nicht in die Länge ziehen. Nächste Woche kommt die erste Single zu unserem kommenden Album. Ultra Plus wird erscheinen. 16.09. oder? 16.09. Genau. 16.09. kommt Ultra Plus raus, der zweite Teil von Super Plus. Ich freue mich unfassbar krass, Alter. Ganz kurz, noch einmal. Wir sind Freunde seit über 15 Jahren, okay? Wir sind keine Geschäftspartner, die sich irgendwann kennengelernt haben mit dem und dem und dem und dem, sondern wir sind Freunde. Wir sind Freunde. So, und dieses Album ist auch nicht entstanden, weil wir gesagt haben, okay, alles klar, ey, wir müssen jetzt das und das bringen oder das und das machen oder dies und jenes machen. Nein, es ist entstanden, weil wir uns erstmal getroffen haben. Wir haben uns getroffen, wir haben miteinander gechillt. Danach waren wir unterwegs und wir haben nur gechillt, Alter. Wir waren auf Marbella, wir waren London, Kroatien, Barcelona, wir waren überall und wir haben gechillt. Ich habe mit diesen Menschen gechillt. So, in der Zeit, wo ihr geschrieben habt, ey, Suna hat jetzt das gesagt gegen den. Suna hat jetzt das gesagt gegen AZ und das ist jetzt passiert bei den beiden. In der Zeit haben wir zusammen gechillt. Wir haben zusammen Zeit verbracht. So. Und da ging es auch nicht um Musik. So. Wir haben kein einziges Mal über Musik geredet. Der hat recht und das stimmt einfach genauso, wie er sagt. So. Ich habe ihn genauso vermisst. Und ich freue mich unfassbar krass, Alter. Nächste Woche, 23. um 23.59 Uhr. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Gell? 23. Ja, kommt die erste Single. Macht euch ready. Holt euch Popcorn. Popcorn holen, Alter. Und volle Popcorn, geile Getränke und genießt die Show einfach, okay? 23. geht's los, allererste Single. Ihr werdet jetzt tagtäglich, werdet ihr das mitbekommen. Jetzt haben wir auch, Alter, wir waren einfach wie so ein Ehepaar, Alter. Wie so eine Affäre, Alter, die keiner sehen darf. So, weißt du, was ich meine? Und jetzt sind wir endlich wieder, können wir endlich rausgehen, Alter. So, wir haben einen super brutalen Laden aufgemacht, mitten in Pristina. Heute ist Grand Opening, Eröffnung in der Lit Lounge in Pristina. Ich freue mich, Suna ist dabei, ich bin dabei. Kommt alle vorbei und lasst euch eine schöne Zeit haben. Ja, Mann. Und auf jeden Fall merkt euch, Ultra Plus kommt. Ultra Plus kommt
16.09. 16.09. Nächste Woche kommt die erste Single. Es geht rund, Baby. Come and is the gang.